Oh, hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Auf dem Weg zu einem Balderfisch. Grüße gehen raus an Eileen, die braucht ihn noch. Ja, ich bin hier beim Gedenkstein. Hab versucht, diesen Raid hier mitzunehmen. Noch ein paar Jäger, bevor sie gehen, bevor er weg ist. Und X-Raider gehen heute kommen, Einladung, aber tote Hose heute. Keiner hat mehr Interesse, keiner hat mehr Bock. Ich dachte, hier Gedenkstein, Innenstadt, geht sicher was. Aber leider nicht. Eine Kollegin hat noch einen gebraucht. Ich habe versucht, einen Raid zu organisieren, aber sieht schlecht aus. Ja. Ich hole jetzt noch schnell das Balderfisch und dann schauen wir mal. Leidend. Sehr, sehr schade. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Machen Leute noch die Alga oder auch tote Hose wie bei mir? Okay, der Raid ist doch noch zustande gekommen. Grüße gehen raus an den Kollegen. Blende ich mal hier nebenbei ein, damit ihr ein bisschen Pokémon-Content habt. Die Kollegin hat ihn gefangen. Happy End. Ihr erster und einziger. Mal schauen, vielleicht kriegt sie ja noch einen. IV-technisch jetzt nicht so toll, aber immerhin der Dex-Eintrag. Und noch eine kleine Story nebenbei. Der Typ, der uns gerade ausgeholfen hat und zum Raid gekommen ist, das war der Typ, dem ich ausgeholfen habe beim Deoxys-X-Raid. Das war der Typ, der das Solo nicht ganz geschafft hat und dann bei mir noch in der letzten Sekunde mitgemacht hat und dann haben wir den zusammen gemacht und der hatte kaum noch Akku und hat ihn aber down auch bekommen. Ja, bisschen so Karma-mäßig. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe ihm damals ausgeholfen. Was heißt damals? Das war letzte Woche oder so. Und er hat mir heute ausgeholfen. Fand ich ganz witzig, diese Story. Dementsprechend, ja, Shoutout und Grüße gehen raus. Danke für die Hilfe. Man sieht sich demnächst. Und jetzt gehe ich erstmal zum Aldi. Hol mir noch eine kleine Brezel und dann geht's auf zur Arbeit. Ich habe hier einen Schulterguss entdeckt auf dem Weg zum Team-Meeting. Also selbst wenn es heute wieder ausfällt, war es nicht umsonst. Letzte Woche ist ausgefallen. Mein Boss spontan in den Skiurlaub gefahren. Aber nicht ganz umsonst, dass ich dahinter gefahren bin, also hierher. Habe natürlich die Tickets bekommen für GMC 19, wo ich dann am Samstag war, nach dem C-Day. So, IV-Check. Leider schlecht. So, ich habe mal schnell hier noch ein Pokémon entwickelt. Habe nämlich hier gerade die Tangela-Quest aufgegabbelt. Und zufällig habe ich noch die andere Quest. Ich versuche immer, die Entwicklungsquest irgendwie zu stapeln, so dass sie sich halbwegs überlappen. Und ich bin noch auf der Jagd nach einem 100er Tangela. Wenn nicht, dann pushe ich heute ein 98er Attack 14 nur. Leider nicht. 959 wäre 100 gewesen. Ein paar Versuche habe ich noch, bis ich wieder zu Hause bin. Und dann, wenn nicht, dann wird der 98er gemaxt. Als Abschluss für dieses Event. Denn das Event endet heute Abend. Für euch gestern Abend. Mal schauen, ob irgendwas Neues angekündigt wird. Möglich, möglich nicht. Man weiß nie so genau. Das Meeting ist zu Ende. Ich habe noch eine Quest gefunden, Tangela Quest. Das war der Stop direkt vor der Arbeit, an den ich leider nie rangekommen bin. 945, leider nicht. Das heißt, wir müssen unser 98er Attack 14 maxen. Ich habe hier noch ein paar Bisaflor. Ich habe echt eine Menge Bisaflor angespart. Nächstes Stop-Event: Sternstück rein und die Bisaflor farmen. Puh, dritte Entwicklung, also dritte Stufe Zeitentwicklung. Es gibt echt eine Menge Staub. Mit Staubbonus und Sternstück. Puh, darauf freue ich mich. Vor allem auf den Staub. Dann kann ich wieder mehr Sachen maxen, weil die Jäger muss ich auch demnächst maxen. Bleibt ja nur noch ein paar Tage und dann kommt Giratina. Auf Giratina freue ich mich. Und dann am Samstag ist Quest Day. Nuturzen habe ich glaube ich schon gemaxt, aber wenn nicht, dann muss ich den auch maxen. Und vielleicht maxe ich noch ein Formio. Auf jeden Fall, ich bin unterwegs, Giratina machen und Quest Day nutzen. Und da jetzt noch viele Freundschaften ausstehen, die haben den C-Day leider ein paar Tage verpasst. Und auf den nächsten C-Day warten, wäre halt viel zu lange, viel zu leidend. Schlage ich vor, alle, die mit mir demnächst aufsteigen, mit dem Groß oder Klein, Samstag 11 Uhr. Direkt, wenn Quest Day anfängt, können wir ein Ei zünden und dann aufsteigen. So, ist der nächste Morgen. Ich hatte heute wieder Frühschicht, habe zwei Videos erstellt. Themen: irgend so ein Gletscher in Grönland hat wieder angefangen zu wachsen, anstatt abzunehmen, weil Gletscher schmelzen ja eigentlich. Ist aber nur ein temporäres Phänomen und ja, demnächst wird er wieder schmelzen. Und ja, Klimawandel, Treibhausgase, dies, das, die Erde wird sterben. Leider ernst gemeint. Zweites Thema war Zeitumstellung. Wurde jetzt für 2021 durchgewunken. Noch nicht ganz konkret 100%, aber anscheinend. Und ja, Deutschland muss sich entscheiden, ob wir dauerhaft in der Winterzeit oder Sommerzeit bleiben. Was für uns sogar ein bisschen relevant ist, wegen den Events. Normalerweise fangen die ja um 22 Uhr an. Jetzt momentan für eine kurze Weile 21 Uhr. Und Ende des Monats stellen wir unsere Zeit ja auch wieder um. Dann ist alles wieder beim alten. 22 Uhr endet das Event, 22 Uhr würde ein neues Event anfangen. Und unsere Streams fangen dann auch wieder 21 Uhr bis 22 Uhr an.
Normalerweise jetzt momentan in der Zwischenzeit 20 Uhr bis 21 Uhr, damit wir halt genau wieder dieses Schema haben, wo, falls irgendwas anfängt, dass wir direkt da live sind oder halt die letzte Stunde des Events, des aktiven Events nutzen. Gestern war ich nicht live, hätte ich eigentlich sein sollen, aber ich hatte andere Sachen zu tun, leider. Und gestern ist das Pflanzen-Event ausgelaufen, kein neues Event hat angefangen. Es wurde zwar ein neues Event angekündigt, aber das ist irgendwann für die Zukunft erst. Momentan läuft kein Event. Wir haben halt Samstag Questlay und dann am Wochenende Gigatina. Müsste eigentlich reichen. Was angekündigt wurde, war der Earth Day. 2019 kehrt er wieder zurück, hatten wir letztes Jahr auch. Ist eigentlich ein gutes Event, eine gute Aktion. Endlich versucht da die Leute aufzufordern und motivieren, ja, die Erde aufzuräumen. Ich habe ja gerade von dem Klimawandel geredet. Mir fällt gerade auf, das passt echt krass zusammen. Was für ein Zufall. Und wieder ausgehend davon, wie viele Leute da mitmachen und den Planeten aufräumen. Dementsprechend gibt es dann die Boni. Ich lache, weil ihr wisst ja, was ich davon halte mit diesen Freischalten. Meiner Meinung nach schaltet man automatisch immer alles frei. Das ist doch alles gezinkt und gestellt. Das ist so wie diese Quizshows im Fernsehen, wo man anruft und... ja, egal. Eure Meinung unten in die Kommentare, ob man so oder so alles freischaltet. Was aber natürlich nicht heißt, dass man da nicht mitmachen sollte, weil das ist ein guter Zweck. Ja, die Aktion findet vom 13. April bis zum 28. April statt. Das ist nicht der Event-Zeitraum. Das ist der Zeitraum, wo wir Zeit haben, da teilzunehmen und dann ausgeht davon, wie viele da mitgemacht haben. Dadurch werden dann die verschiedenen Boni aktiviert. Die Boni sind bei 2000 Spielern, die da mitmachen und aufräumen, erhöhte Bodenspawns. Yay. Bei 5000 Spielern, Shiny Dicta. Also der muss kommen. Alter, wenn sie ein Shiny ankündigen und es nicht kommt, Alter. Dementsprechend, ich kann mir das nicht vorstellen, Mann. Diese Freischalten und wenn man es nicht schafft, kommt kein Shiny Dicta oder was? Kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Und bei 7000... gibt es Doppel-Sternstaub und Doppel-Bonbon fürs Fangen von Event-Pokémon. Nimm mal gerne mit, Doppel-Sternstaub ist immer gut. Und dann auch noch Shiny Golden. Für alle, die noch Shiny Golden brauchen. Oder allgemein gutes Golden. Klingt interessant, ich bin gespannt. Freue mich auf das Event, falls es kommt. Falls wir es überhaupt freischalten, Leute. Man weiß ja nicht. Alter. Und zum Abschluss des Events und des Videos habe ich ja gesagt, pushe ich noch meinen Tangela. Oder Tangelos, besser gesagt. 98%. Ich habe gestern noch ein paar Quests bekommen, aber leider nicht 959. KP, Defense 15. Ah, naja. Egal. Hauptsache irgendwas gepusht. Ich bin pushsüchtig. Es wird halt echt nicht mehr so viel. Dann habe ich echt... Okay, Gen 4 habe ich noch fast gar nichts gepusht, aber Gen 1 und 2 und sogar 3. Muss ich sagen, habe ich eigentlich fast alles gemaxt jetzt. Fehlt echt nicht mehr so viel. Und dann können wir uns an Gen 4 ranmachen und dann habe ich eines meiner größten Ziele erreicht. So. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Event fandet. Es war jetzt nicht so gehypt. Es kam jetzt nicht so gut an. Viele haben sich drüber beschwert, aber ich meine, es ist auf jeden Fall immer besser als gar nichts. Und die kleine Ruhezeit tut natürlich auch gut. Ich habe einen Shiny Sonnenkern gefangen. Was gab's noch Shiny? Der Mond. Alter. Ich habe am ersten Tag, wo das Event gestartet hat, habe ich paar Lunasteine gefangen. Seitdem vielleicht ein, zwei maximal. Leider viel zu selten. Leider müsste ich da wahrscheinlich nachts öfters unterwegs sein. Auf jeden Fall habe ich keinen Shiny Lunastein. Aber immerhin ein neuer Shiny. Könnt auch gerne mein Video abchecken. Ein Update zu meinen ganzen Shinies habe ich letztens gemacht. Was jetzt natürlich wieder nicht aktuell ist, weil direkt ein neuer Shiny. Da könnt ihr trotzdem gerne abchecken. Ansonsten... ja, eine Menge Tangela Quests mitgenommen. Wie gesagt, leider kein 100er bekommen. Eine Menge Bisa Flower Quests. Die sind irgendwo im Stapel. Falls ein Doppelstopp-Event kommt oder allgemein Stopp-Event. Kann ja auch dreifach sein. Dann werden die abgeholt. Mit dem Stopp-Bonus. Und mit Sternstück. Puh. Das wird dann reinhauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, dieses Wochenende. Gigatina kommt zurück. Ich bin auf jeden Fall auf Tour, weil eins der wenigen Legendären, die ich noch auf Minimum 96 brauche. Um genau zu sein, eigentlich nur 3. Gigatina, Regi Ice und Regi Rock. Das sind die 3. Genau. Und dann... Samstag Questlay, muss ich noch überlegen, was ich mache, wie viel ich zocken werde, mit wem ich zocken werde. Mal schauen, wer da alles am Start ist. Aber wie gesagt, wahrscheinlich viele Gigatina Raids und dann die Quest nebenbei so erledigen.
Das kam ja eigentlich ganz gut an bei euch, das mit den 9 Stunden und dass man sich das dann frei einteilen kann. Ich bin echt gespannt auf das Feedback. Hier mein Tangelos. So. Ich habe auch letztens angefangen, weil ich habe ja eine Menge geradet in letzter Zeit und die ganzen TMs habe ich behalten und ich habe jetzt angefangen und einfach 100, also alle TMs verbraucht und bin da einfach jedes Pokémon durchgegangen. Also nicht jedes, das ich im Beutel habe, aber jedes so beste Stufe und habe dem da einfach die perfekten Attacken gegeben. Bin so bei Mitte Gen 2 angekommen, da waren die TMs weg. Hatte echt sehr oft Pech mit den TMs, also den Ladetms natürlich. Und jetzt muss ich wieder ein paar TMs sammeln und dann werde ich da weiter die Attacken optimieren. Ist mir gerade nur so eingefallen, weil der wahrscheinlich möglicherweise nicht die Top-Attacken hat. Aber der ist ja irgendwo Gen 4, also ja, Sludge-Bomb. Dauert das noch, bis ich bei dem angekommen bin. 3016, Max 98er, Attack 14, Tangelos. Das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt alles unten in die Kommentare, was ich euch während des Videos so gefragt habe. Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.